Moin, hier ist Heini. Ich will euch jetzt nochmal eben so ein kleines Spin-Tires-Video zeigen. Das ist, glaube ich, die alte Version 2011, aber da kann man ein bisschen mehr machen. Und ich werde verschiedene Sachen machen. Die haben schon wieder einen neuen Demo rausgebracht oder so. Da werden wir auch machen. Aber dieses hier scheint auch interessant zu sein. Habe ich noch nie gespielt. Space, Lights, Enter Garage. Okay, das ist aber sehr interessant auch. Weil wir da Plattformen und so ein Scheiß alles haben, was wir irgendwie transportieren müssen oder so. So, linke Maustaste, dann kann man ja, wie gesagt, die Kamera hier drehen und so, ne? Wenn wir jetzt das machen, dann sehen wir, zack, press Enter to Garage, ne? Halt, Space, Handbremse. Jetzt guckt ihr rechts hier, einmal Maus drücken, hier drückt ihr, ne? Dann habt ihr hier die Schaltung. Ist das nicht Söld? So, die Tasten, weiß ich auch noch nicht genau, wie das wieder war, mit Differential und so ein Scheiß, muss ich mal gucken. Warte mal ganz kurz, sehen wir das hier, Settings, Help. Siehst du, Handbrake, Change, Force, Overload, Menu, Slow Drive, Fast, Fast Drive ist available, but can start from this position. Also, ne, wir können von dieser Position nicht aus starten, sondern wahrscheinlich dann, wenn wir festsetzen, keine Ahnung, werden wir sehen. Kriegen wir hin. Resume. Und jetzt sehen wir hier, press Enter hier oben, ne? Dann machen wir das einmal so, dann sind wir hier und dann hier haben wir alles irgendwie so das Mods. Ich habe noch keine Mods installiert, wir haben nur eben einmal eine Plattform, seht ihr hier, ne? Den können wir eben installieren. Zack, jetzt haben wir den da drauf. Seht ihr? Jawohl, wir sind ja nicht blind, sagst du, ne? Return to Game und schon haben wir eine Plattform. Und soviel ich weiß, können wir jetzt richtig Handbremse lösen. Ich glaube, ein Cockpit an sich gibt es immer noch nicht, ne? Und jetzt können wir da hinfahren. Irgendwo können wir Kisten abholen oder so. Ah, ist schon cool gemacht, ne? Also, da war ich schon mal, da sind keine Kisten, da kann ich schon mal, oder? Obwohl, das blinkt schon, da können wir mal hinfahren, oder? Ah, ne, wir müssen ja erstmal Rückwärtsgang rein. Hallo? Ah ja, ich muss ja dann auch... Halt. Hey, Brauner, ganz ruhig. So. Gucken wir uns das mal an, was hier ist, was wir da abholen sollen. You found the package. Move the truck closer to pick up it. Alles klar, da haben wir irgendwas, was wir transportieren können. Seht ihr das? Im Kreis. Oh, hat er automatisch gemacht. Sehr schön. Okay, dann können wir hier wahrscheinlich auch geradeaus fahren, oder? Denke ich mal, ne? Sonst würde er mir ja nicht so die Worte hier zeugen, ne? Guck mal, ich da guck das an, ne? Geile Grafik, ne? Echt, ich dreh durch hier. Da ist ein Porno, ist da ein Scheiß gegen. Geil, sogar mit Licht. So, da vorne. Immer mal gucken, wo ich das abgeben muss. Okay, ich gebe das mal hier ab. Ich weiß das nicht, wo ich hin muss. Obwohl, hier zeigt auch eine Kiste an. Ich gehe mal hier hin. So, hier kommt er jetzt schlecht rüber, ne, oder? Hier hat er sich festgefahren, oder? So, bleib stehen. So, wenn wir das hier machen, Rückwärtsgang. Nein. Was ist denn hier? Neutral. Das geht nicht. Eins. Muss ja hier gehen. Was aber... Dieses Allrad, wie geht das nochmal? Irgendwie eine Taste, ne? War klar, dass ich das wieder vergesse, ne? Obwohl Allrad... Komm, hat er geschafft. Komm, bitte, 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 bitte. Ich will mich jetzt nicht blamieren, Kollege. Ich krieg auch ein Stück Lolli von mir oder irgendwas. Ist mir scheißegal. Aber komm da bitte raus. Warum muss ich da auch lang fahren, ne? Jawoll. Danke, Kollege. Ja, your package. But already you have truck. Super. Unload in the warehouse. Also ich muss zum Geschäft fahren und das abladen. Ich flipp aus. Rückwärtsgang rein. Es ist echt geil gemacht, ne? Das ist so geil gemacht. Oh! Neutral. Sorry! Das wollte ich nicht. Da kriegst du ja wohl rüber hoch, oder? Da komm ich mit meinem Mountainbike ja so drüber weg, ey.
Da komm her, Kollege. Oh nee, nicht schon wieder da. Ich gehe gleich durch den Wald, ey. Warte, was ist da nochmal? Q? Nee. Irgendwelche Tasten konnte man drücken, damit man Allrad und so einen Scheiß an hatte. Oh, bitte, komm, bitte, ja, komm, bitte, 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 bitte. Was ist das, ein Pilz im Boden oder was? Hat jemand Hunger? Da kann ich hier Pilze essen. Und immer schön Lenkrad bewegen, ey. Mach ich zumindest. Ich habe das Gefühl, wir schaffen das. Komm, Kollege, bitte. Ich hab dich gerade so gelobt, ne? Also, ich bleibe auf die feste Straße gleich. Ah. Ja, wir können das fast schaffen. Ja, komm, komm, Kollege, komm, bitte, bitte, bitte. Ich weiß, jetzt sagen die, du musst Differentialsperre oder dieses, aber keine Ahnung, aber ich finde das nicht, wie ich das machen muss. Ihr Lieben, ich weg das einfach nicht. Oder ich kipp dir um, ey. Ich fahr jetzt mal hier hin. Oh, cool. Der hat vorne Grip gekriegt. Ja, oh, da ist sogar Schlamm, ey, wie geil. Oh, herrlich. Ich drehe hier erstmal. Halt. Ein bisschen noch. So, halt. Der arme Baum, ne? Halt. Nein, 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 nein. So. So, dann machen wir auf der Hauptstraße mal. Dann wollen wir mal sehen, dass wir da hinkommen, ey. So, Merkel, schön. Bist mal gespannt, ob du ein Paket drin bist, da. Oh, schon vom Paket reden. Ich habe irgendwie Hunger. Ich glaube, ich drücke mir gleich irgendwie eine Kartoffel oder sowas im Gesicht. Oh, richtig Hunger habe ich. Was ist das? Eine Bombe? Raketenunter? Nee, das ist ein Tank. KMA-3. Ah, das sieht so cool aus, ne? Da muss ich sagen, da gibt es gar nichts, ey. So, bin ich mal gespannt, wo ich jetzt hin muss. Ich fahre nicht normal Feldwege. Das kannst du vergessen. Da kannst du knicken, ey. Nicht normal. Zum Warehouse. Ja, wo ist denn hier ein Warehouse? Das kann da vorne sein. Das muss ja, oder irgendwo muss das eben. Genau, das können wir auch gleichzeitig unser. Oh nee, das sieht schon wieder so scheiße aus. Oh bitte. Komm her. Ja, da klappt, oder? Komm, 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 komm. Ja. Das ist schon mal sehr gut. Zum Warehouse. Ja, jetzt sind das verschiedene Level, ne? Und dieses und jenes. Ist cool. Die Grafik und so ist einfach geil. So. Warehouse. Da hinten brennt ein Licht. Ne. Ja, wo ist so Warehouse? Ich drücke mal eben eine Map. Haben wir eine Map hier? Help. Navigation. F1. Okay. Was habe ich gesagt? Was habe ich gesagt? F1. Navigation. Ach, ah. Ah, wie geil. Guck doch hier an. Was? Wären so viele Pferdkörtchen hier zu trocken, du. Geradeaus, da ist Warehouse. Okay, passt doch. Return to the game. Return to the base. Cool, das hat ja auch geklappt. Da war jetzt Spin Tires 2011. Aber es gibt, glaube ich, auch schon wieder neue Spin Tires. Von jetzt 2000 und, was haben wir eigentlich? 13, ne? Genau. So, Spin Tires. So, jetzt kommt unser Warehouse. So, deliver your load position to truck in front of warehouse. Okay. Ich weiß, mein Englisch ist nicht perfekt, ist mir auch scheißegal. Level up. Package. Okay, jetzt hat er das abgeladen. So, was kriege ich jetzt? Nee, das ist eigentlich, wie gesagt, das ist gar nichts. Das ist einfach, oh, Haus kaputt, ey. Das ist einfach nur, da du von A nach B und, ach, hoffentlich kommt da ein Spiel raus, ne. Man hört ja viel davon, dass die da Spender suchen. Weil Spender, ne, Sponsoren, Spender, ey, manchmal echt, oh, Heini, ey. Aber das mit der Schaltung ohne Scheiße ist gar nicht mal so verkehrt, ne? Wer kein Lenkrad oder sowas alles hat, das macht richtig Spaß damit, muss ich sagen. Der löbt. War? Oder ne? So, jetzt zurück. Jetzt könnt ihr was alles. Jetzt irgendwie. You are warehouse, don't have a load. Genau. Ich hab nix. Jetzt so Aufträge, wo man auch so ein kleines Wirtschaftssystem. Ach, geil, geil, geil. Also. Sehr schön, gefällt mir.
immer gucken, was noch kommt. Es gibt auch Mods, ey. Vielleicht ist da ja schon irgendwas am Gange mit Mods oder so. Wir winken noch nicht, ey. Ne? Erstmal gucken. Vielleicht gibt es auch neue Maps oder so eine kleine Aufgabe, was man machen muss. Mal gucken. Ihr könnt ja bei mir im Forum vorbeischauen. Da wird auch darüber diskutiert. Und wenn nicht, dann will ich da jetzt mit anfangen. Also, wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr gerne meinen Kanal abonnieren. Würde mich echt freuen. Über einen Kommentar, wie ihr das Video findet, wie ihr den kleinen süßen Heini findet. Nein, war ein Scherz. Ne? In diesem Sinne, ab in die Rinne. Bis dann. Tschüss.